nicht wir? Wo, wenn nicht hier? Wer, wenn nicht wir? Wo, wenn nicht hier? IKKBB, deine regionale Krankenkasse für Brandenburg und Berlin. Mehr Infos zu unseren Extraleistungen auf ikkbb.de. Wer, wenn nicht wir? Wo, wenn nicht hier? Ja, am Wochenende haben wir eine schwere Niederlage erlitten gegen Rot-Weiß Erfurt. Auf jeden Fall. War so vielleicht nicht erhofft, aber durch die Trainingswoche, die ja so in dem Umfang nicht stattgefunden hat wie sonst, durch die vereinzelten Corona-Fälle, wie du es ja auch schon in der Pressekonferenz erwähnt hast, hat es nun mal so ausgesehen, wie es ausgesehen hat am Schluss. Ja, deine Zusammenfassung nochmal ganz kurz, ein, zwei Worte zum Erfurt-Spiel. Wie hast du die Niederlage verdaut? Ja, haben wir eine schöne Reise bekommen, ja. Also sind wir schon ganz schön schwer K.O. gegangen, muss man sagen. Natürlich haben wir uns das nicht so erhofft und wir hätten auch gedacht, dass wir noch mehr gegenhalten können. Aber wenn du halt die ersten beiden oder sogar die ersten drei Tore frisst nach Fehlern, die vermeidbar sind. Ich glaube, wir haben in der ganzen Saison noch kein Gegentor nach einer Ecke kassiert. Da kriegen wir das Gegentor nach, ich weiß nicht, was waren es, 3-4 Minuten, das erste Gegentor. Dann halt nochmal hinten der Stoppfehler zum 2-0 und dann überlegen wir schon, okay, stellen wir auf Mann, wollen wir voll Risiko spielen und dann kriegen wir auch schon das dritte und damit war das Spiel eigentlich tot. Und dann nach dem 3-0 hast du halt gemerkt, dann okay, da kommen wir gar nicht mehr rein. Danach war es dann wirklich, da waren wir tot, da waren wir verloren. Aber davor war es eigentlich relativ offen, aber die Gegentore fallen halt leider Gottes zu leicht nach Fehlern von unserer Seite und dann kannst du in einem Topspiel gegen Erfurt in so einem Stadion auf der Größe des Platzes gegen die fitten Spieler kannst du dann leider Gottes nicht viel gewinnen. Umso schade, sehr schade ist es, dass wir halt nicht das Rückspiel hier bei uns haben, weil da hätten wir natürlich nach dem 5-0 auswärts, hätten wir gerne zu Hause was gut gemacht vor vielen Zuschauern und hätten dann natürlich versucht, Erfurt von uns ein anderes Gesicht zu zeigen und dann Erfurt nochmal zu schlagen, aber aufgrund von Corona, der Situation, können wir es halt leider nicht. Aber okay, Mund abwischen, weitermachen und jetzt aufs Wochenende konzentrieren. Ja, du sagst es, jetzt liegt der Fokus aufs Wochenende. Der FC Grimma ist zu Gast. Bisher gab es nur zwei Partien. Beide wurden jeweils 4-2 gespielt. Einmal gegen den Sieg an Grimma, einmal haben wir gewonnen zur Einweihung von dem Stadion in Grimma. Mhm. Andi Hebel hat dort 4 Tore geschossen. Ja. Deine Worte zum Gegner? Ja, Grimma ist eklig, also ist eine schwere Mannschaft. Auch dort, wo wir 4-2 gewonnen haben, war es lange offen, war ein ganz knappes Spiel. Hier zu Hause haben wir, es gab zwei Auswärtssiege, ne? Wir haben dort gewonnen und die haben gewonnen. Also Grimma ist ein ekliger Gegner, aber natürlich nicht, stehen in der Tabelle jetzt nicht gar nicht so gut da. Ist ein schwieriges Jahr für Grimma, aber okay, wir nehmen es, wie es kommt. Natürlich wollen wir gegen Grimma gewinnen und wir haben jetzt auch alle Mann wieder an Bord. Ich glaube, wir haben jetzt keinen mehr, der durch Corona nicht da ist. Aber natürlich sind die Jungs, die jetzt Corona nicht da waren, natürlich ein bisschen geschwächt. Und man muss bei allen immer fragen und gucken, was könnt ihr machen? Dann gehen die Jungs laufen, dann versuchen sie in ihren Körper reinzuhorchen und dann sagen sie, was geht. Und das versuchen wir dann langsam zu steigern. Ja. Also wir haben heute auch 2 oder 3 Spieler hier, die heute zum ersten Mal trainieren. Donnerstag, Abschlusstraining sozusagen. Und da müssen wir natürlich gucken, ob inwiefern können die denn Samstag dann schon spielen und wenn ja, über welche Zeit. Also alle Mann sind da, das ist gut. Wir haben jetzt keinen großartig, der verletzt ist oder so. Andy ist gut im Training, Mitko wird immer besser. Alle sind da, aber jetzt müssen wir natürlich gucken, welche Elf dann Wochenende gegen Grimma auflaufen kann. Das hört sich gut an. Also dann jetzt nochmal eine abschließende Frage. Also heißt es auch am Ende, der Jonas ist wieder an Bord? Nee, leider nicht. Jonas ist noch, ist auch nicht verletzt, der ist ja krank. Der braucht noch ein bisschen. Also heißt jetzt, glaube ich, hat er mir gesagt, schon ein bisschen mal gelaufen, 15, 20 Minuten. Aber ja, der muss sich halt ganz, ganz, ganz langsam wieder rantasten. Also Jonas ist noch nicht dabei, leider. Geisi lässt, glaube ich, heute weg, hat ein bisschen Schnupfen, aber sonst sind alle Mann an Bord. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir langsam den Regler wieder hochschieben und halt eine höhere Schlagzahl im Training gehen können und natürlich auch am Wochenende im Spiel. Gut, Toni, dann hoffen wir das Beste fürs Wochenende. Auf jeden Fall. Ich wünsche wie immer viel Erfolg und dass es diesmal wirklich 3 Punkte werden. Hoffen wir. Danke.